Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier an einem historischen Ort. Wir befinden uns in der Paulskirche, wo zum ersten Mal ein moderner deutscher Bundesstaat, ein föderalistischer Bundesstaat gegründet worden ist, ausgerufen worden ist. Und wir auf Seiten der Regierung sagen, dies war damals im Kontext der Historie der richtige Schritt. Heute müssen wir aber einen Schritt weitergehen. Warum dies so ist, möchte ich zuerst an einer historischen Analyse versuchen klarzumachen. Wie sieht die Geschichte von Deutschland aus? Nun, es ist nicht nur so, dass wir erst seit 100 oder 150 Jahren einen föderalistischen Staat haben, beziehungsweise wir hatten in Deutschland immer viele Fürstentümer, wir hatten immer viele Kleinstaaten, es war eine Kleinstaaterei, die typisch für Deutschland war. Es gab eine Zeit lang das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das eine große Klammer gebildet hat, aber letzten Endes gab es viele kleine Staaten und es wurden mit der Zeit letzten Endes durch Vererbungen, durch Kriege immer mehr. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr regionale Identitäten geschaffen worden sind. Trotzdem hat man sich irgendwo auch Deutschland zuständig gefühlt, zugehörig gefühlt. Und genau deswegen wurde dann letzten Endes hier der deutsche Bundesstaat, um ein deutsches Reich zu gründen, ausgerufen, letzten Endes. Wir sagen, es war damals konsequent, einen föderalen Staat zu gründen, eben gerade weil es über hunderte von Jahren so viele verschiedene deutsche Identitäten, unterschiedliche regionale Identitäten gegeben hat. Man konnte damals schlecht sagen, so, ihr habt euch jahrhundertelang selbst verwaltet und selbst regiert und das nehmen wir euch jetzt einfach weg. Das funktioniert ja nicht, das kann gar nicht funktionieren, weil die Menschen Identitäten haben. Dann aber ist Deutschland, dadurch, dass wir dann zum ersten Mal einen Bundesstaat hatten, letztendlich immer mehr zusammengewachsen. Diese ursprünglichen Identitäten, die es einmal gegeben hat, die sind heute nicht mehr so existent. Deswegen stellen wir auf Seiten der Regierung den Antrag, den Föderalismus abzuschaffen, die Gesetzgebung alleine dem Bund zu übertragen und nur noch die Verwaltung auf lokaler, kommunaler Ebene zu erhalten. Wir sagen, dies gefährdet nicht die Identität der Menschen, die in Deutschland leben. Wir sagen, dies führt zu einer effizienteren Regierung. Und wir sagen, dies ist konsequent für die Rolle, die Deutschland in Europa führt. Zur Identität, meinem ersten Punkt. Nun, es war nun mal früher so, dass man wirklich sich einer Region zugehörig gefühlt hat. Man hat gesagt, ich bin ein Bayer, ich bin ein Sachse. Aber letzten Endes haben wir heute in dem föderalen Staat, in dem wir heute leben, noch solche Identitäten? Im Einzelfall sicherlich, natürlich. Aber ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ich fühle mich nicht als Rheinland-Pfälzer. Ich fühle mich vielleicht als Rheinhesse, vielleicht auch als Pfälzer. Andere Leute fühlen sich vielleicht als Schwaben, als Badener oder aus sonstigen Regionen. Die sagen also nicht, ich gehöre einem dieser ominösen Bindestrichländer an, die eigentlich nur von außen gegründet worden sind, die eben gerade keine Historie haben, bei denen einfach irgendwie letzten Endes die Grenzen willkürlich gezogen worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sagen, hier gibt es eine solche Identität eben gerade nicht. Das heißt, wir nehmen den Menschen keine Identität weg, sondern wir sagen, die Menschen identifizieren sich gerade heute in einem zusammenwachsenden Europa viel mehr mit dem Zentralstaat in Deutschland. Deswegen brauchen wir die einzelnen Bundesländer hierfür nicht mehr. Zum effektiveren Regieren. Im Idealfall früher hat man gesagt, ja, Gesetzgebung ist Ländersache. Grundsätzlich, so steht es im Grundgesetz, sollen die Länder alles regeln, es sei denn, der Bund ist zuständig. Heute, in der Praxis sieht es so aus, dass der Bund eigentlich fast alles regelt. Die Länder haben eigentlich kaum noch etwas zu sagen. Es ist eigentlich so, dass die Länder nur noch die Bildung und die Polizei wirklich unter ihrer Gewalt haben. Und, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie viele hier schon versucht haben, einmal die Schule zu wechseln in ein anderes Bundesland. Das ist so extrem schwierig. Es gibt über 100 verschiedene Schulformen in Deutschland. Da hat niemand einen wirklichen Überblick. Das kann nicht sinnvoll sein. Es geht hier einfach nur darum, irgendetwas Neues immer wieder zu schaffen. Das erschwert es den Menschen in Deutschland, Fuß zu fassen. Wir sagen, die Länder können dies in diesem Fall nicht besser. Warum sollte es nicht der Bund regeln, um es für alle, für die Eltern, für die Kinder, für die Schüler und damit für uns alle einfacher zu machen? Dann gibt es auch noch die Polizei. Gut, dann mag man sagen, da wird ja schon alles irgendwo koordiniert. Man wird ja irgendwie nicht direkt an der Landesgrenze aufhören mit der Verfolgung eines Verbrechers. Aber selbst wenn wir diese Kooperation jetzt schon haben, dann brauchen wir dafür ja auch die Landespolizei eben nicht mehr. Dann können wir das Ganze ja auch zentral machen und diese Kooperation selbstverständlich machen. Wir brauchen die Länder hier schlicht und ergreifend nicht mehr. Wir wollen es auch nicht, dass einzelne Länder, beispielsweise Bayern, dann einfach nur sagen, die versuchen sich zu profilieren auf Kosten von anderen, einfach zu sagen, wir wollen aber irgendwas anderes, wir sind aber irgendwie besser als ihr alle anderen. Wir wollen, dass die Menschen sich mit dem Zentralstaat arrangieren. Wir glauben, dass dies für die Menschen besser ist. Dies ist auch
im Hinblick auf die Rolle von Deutschland in Europa letzten Endes konsequent? Warum haben wir den Föderalismus in Deutschland so, wie wir ihn heute haben? Nun, nachdem Deutschland einen schrecklichen Krieg über Europa und über die Welt gebracht hat, war es konsequent von den Siegermächten zu sagen, wir wollen kein mächtiges Deutschland, wir wollen dafür sorgen, dass die Zentralgewalt erst einmal schwach ist, dass eben möglichst viel Gewalt auch bei den Ländern herrscht. Wir sagen aber heute, in einem Zeitalter, wo Europa immer mehr zusammenwächst, brauchen wir dies nicht mehr. Die Menschen vertrauen Europa, wir leben in einem Rechtsstaat, wir sind bündnistreu, Deutschland tritt für den Frieden ein, niemand hat mehr Angst vor Deutschland und wir glauben, das ist eine gute Sache. Hast du Angst vor Deutschland? Ach Gott. Nee, aber nehmen wir mal die nächste Ebene, Europa. Warum haben wir denn eine so fundamental niedrige Wahlbeteiligung bei Europawahlen? Erklär mir das mal. Ich sehe jetzt hier nicht unbedingt den Bezug, warum das jetzt hier dazu führen soll, dass die Menschen mehr europäisch wählen. Nun, wir wollen erst einmal dafür sorgen, dass die Menschen sich auf Deutschland besinnen, dass sie eben aus ihrer Kleinstaaterei herauskommen, weil wir sagen, dies ist eh heutzutage nicht mehr der Fall, dass die Menschen eben nur noch auf ihre kleinen lokalen Gebietskörperschaften achten. Wir wollen die Menschen nach oben bringen und gerade dadurch, dass wir eine europäische Krise haben, verlagert sich das Interesse der Menschen auch immer mehr Richtung Europa. Wir kommen immer mehr hin zu einer europäischen Öffentlichkeit und da sagen wir, ist es konsequent, dass die Menschen sich dann auch viel mehr mit Deutschland, dass sie in diesem hierbei nun mal als Akteur vertritt, letztlich identifizieren, dass die Menschen dann sagen, da gehören wir hin. Und wenn sie dann bei den Europawahlen nicht wählen, dann liegt das daran, dass die Menschen wahrscheinlich denken, das Europäische Parlament selbst hat einfach nicht so viel zu sagen. Da können wir eben dafür sorgen, das sollte vielleicht anders sein, aber das ist nun mal der Status quo. Was habe ich in meiner Rede gezeigt? Ich habe in meiner Rede gezeigt, dass es historisch gesehen sinnvoll war, hier in der Paulskirche einen Bundesstaat zu führen, dass wir aber diesen Bundesstaat heute nicht mehr brauchen. Er gefährdet nicht die Identitäten und die Identitäten, die ich auf lokaler Ebene noch habe, als Schwabe oder als Hesse oder auch als Pfälzer, die kann ich weiterhin immer noch wahrnehmen. Wir können endlich effektiver regieren, wir können dafür sorgen, dass wir ein Bildungssystem haben, das funktioniert und wir... Es führt auch dazu, dass Deutschland endlich seinen Platz in Europa einnimmt. Nicht als Aggressor, nicht als ein Land, vor dem man Angst haben muss, sondern als einer unter vielen. Deswegen gegen den Föderalismus für unseren Antrag. Vielen Dank.